So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Call of Duty Black Ops 4 und der nächsten Map von meinem Multiplayer Let's Play. Ich habe gesagt, ich mache zu jeder Map ein Let's Play. Und ja, wir sind jetzt hier auf der Map Militia, glaube ich. Ja, müsste Militia sein. Und diese Map ist auch sehr cool gemacht. Das ist so, ja, ist ein bisschen so auf so einem Feld mit ein paar Häusern und dann so verschiedene Positionen, wo man dann auch in einen kleinen Bunker rein kann. Und die Map ist auch sehr cool. Es kommt immer darauf an, welche Gegner man hat. Manchmal läuft es hier richtig, richtig gut, manchmal läuft es halt nicht so gut. Kommt immer drauf an. Aber die Map ist wirklich sehr schön designt. Und ich finde generell alle Maps von Black Ops 4 geil. Also ich habe noch keine, wo ich sage, boah, die gefällt mir nicht. Und das ist ja meistens so. Also bei Vanilla-Maps ist es eigentlich schon wichtig, dass alle Maps irgendwie gut sind. Und dadurch, dass ja auch noch Nuketown kommt, haben wir dann 15 Maps, die standardmäßig im Spiel dabei sind. Und das ist eigentlich schon eine Sache, die hat man heute nicht so oft, dass 15 Maps in einem Multiplayer von Anfang an dabei sind, ohne DLCs. Da hinten war jetzt noch einer, habe ich gesehen, aber der ist schon weg. Und ja, das ist schon sehr geil, wie viel Auswahl man hat mit den Maps. Und natürlich, dass dann die ganzen klassischen Maps dabei sind, wie Jungle, Summit und so weiter. Das ist dann schon sehr cool. Hier auch sehr schön diese Kirche hier in der Mitte, wo man dann rein kann. Und ja, es ist einfach ein schönes Design der Map. Wirklich sehr cool gemacht. Oh, jetzt hat mich hier dieses kleine Fahrzeug erwischt. Das ist richtig, richtig schlimm, wie lange das andauert. Und in der Zeit ist man meistens dann schon tot, bevor man überhaupt sich befreien kann, wenn man nicht rechtzeitig reagiert und dann Viereck drückt. Und ich spiele ja hier auch sehr oft Crash, weil der Charakter gefällt mir gut, weil er halt die Teamleute unterstützt. Man kann nicht nur die Leute heilen oder sozusagen boosten, sondern man hat halt auch Munition, die man geben kann. Und sowas mache ich sehr gerne, weil ich halt ein Teamplayer bin. Und das ist für mich einfach etwas, wo ich einfach unglaublich gerne mache. Scheißegal in welchem Shooter. Und es ist schön zu sehen, dass halt in Call of Duty jetzt ein bisschen mehr auf Teamplay geachtet wird, dass es da ein bisschen drauf ankommt, dass auch eine Klasse gibt, wo man halt eben ein bisschen Munition geben kann oder dann Heilung. Finde ich persönlich sehr cool. Und wenn man dann seine Truppe mal mit der Heilung unterstützt, dann ist es schon nice, weil dann hat man halt 220 Energie, glaube ich. Und oder 200 Energie, und das ist dann schon nochmal ein ordentliches Stück Energie, wo man dann wo über Leben und Tod entscheiden kann, ne? Also das ist klar, das macht dann viel aus, und deswegen finde ich das ganz gut, seine Fähigkeit. Ich spiele ja ansonsten noch Battery und ja, weiß nicht, die anderen habe ich noch nicht so wirklich jemanden gefunden, der mir dann noch gefällt, außer Battery und Crash. Aber das muss man mal schauen, ne? So lange spiele ich jetzt das Spiel auch noch nicht, und deswegen muss man einfach mal gucken, wer mir dann noch gefallen wird, wenn ich dann noch spielen werde. Und ich spiele jetzt hier gerade die Vapor, die ist richtig, richtig gut. Ist eine sehr schnell schießende Waffe, gefällt mir super, ist aktuell auch meine Lieblingswaffe. Und die macht riesengroßen Spaß, ich spiele jetzt auch hier mit Schalldämpfer noch. Also ist richtig, richtig coole Waffe und gehört jetzt schon zu meinen Favoriten auf jeden Fall. Die kann man auch auf unterschiedlichste Art und Weise spielen. Also ob man die jetzt mit Schalli spielt oder mit normalem Visier ohne Schalldämpfer und halt mit anderen Aufsätzen, also die Waffe ist wirklich sehr gut, weil sie halt so schnell schießt und eigentlich ist sie auch ziemlich präzise. Ich hoffe auch, dass es so bleibt, denn es kann natürlich immer sein, dass sich die Balance mal verändert und Waffen dann angepasst werden, aber die Waffe ist eigentlich so, wie sie jetzt gerade ist, finde ich sie echt cool. Und ist immer schade, wenn dann natürlich eine Waffe verändert wird durch ein Balance-Patch, aber kann man natürlich auch verstehen, denn eine Waffe soll ja auch nicht zu stark sein. Was ich auch ganz cool finde, dass man immer sein Munitionspaket aufheben kann von weit weg, also dass man das dann einfach so zu sich geworfen bekommt, das finde ich sehr cool. Jetzt haben wir auch wieder die Fähigkeit, um die Leute zu heilen, das kann man natürlich dann einsetzen. Und ja, dann hat man ordentlich Energie und hält einfach mehr aus, und das hilft einem dann schon oft, die Zweikämpfe zu überleben, auch wenn Black Ops 4 jetzt der Teil ist, der wirklich, wo man wirklich die meiste Energie hat. Also ich finde es schon ein bisschen heftig ab und zu, dass man eben 150 Energie hat und nicht wie in den alten Teilen, glaube ich, 100 Energie. Also es ist schon übel. Und vor allem, wenn man dann noch die Kampfpanzerung drin hat, also die Panzerung, die man ja mitnehmen kann, dann ist es schon sehr, sehr übel. Ich habe jetzt zum Beispiel hier die Stolpermine überlebt, nur weil ich halt dort noch mehr Energie hatte.
Aber ja, es ist schon krass, wenn man dann noch die Kampfpanzerung mitnimmt, dann ist es halt noch mal eine ganze Ecke mehr, was man aushält. Und dann wird es schon übel. Also dann ist es schon heftig, wie viele Schüsse man für einen Gegner braucht. Aber ja, auch das kann ja sein, dass das noch angepasst wird beim Spiel, dass sie das noch verändern werden. Und dann muss man einfach mal schauen, wie sich Black Ops 4 noch entwickelt. Ich finde es aktuell wirklich sehr gut, macht riesengroßen Spaß. Und ja, solange ich Spaß dran habe, werde ich auch Videos dazu machen, ganz klar. Und dadurch, dass ich halt jeden COD-Teil gespielt habe, also seit Modern Warfare 1, Modern Warfare 1 war der erste Ego-Shooter, den ich gespielt habe. Aber ja, seitdem ich halt diese Reihe immer spiele, immer wieder mal, außer Infinity Warfare oder wie das hieß, Infinite Warfare oder Infinite War. Keine Ahnung, wie das nochmal hieß, das wo halt so in der Zukunft gespielt hat. Das war das einzige Call of Duty, das ich nicht gespielt habe. Also das Call of Duty, wo man Modern Warfare gratis mit dazu bekommen hat, wenn man die Deluxe Edition gekauft hat. Sonst habe ich jeden Teil gespielt und deswegen habe ich auch eine gewisse Erfahrung in Call of Duty und kann die Erfahrung dann natürlich auch in Black Ops 4 nutzen. Ich würde mich jetzt nicht als den besten Spieler bezeichnen, was ich niemals in einem Spiel machen würde, aber ich glaube schon, dass ich ganz gut bin und dass ich es immer noch drauf habe in Call of Duty, auch wenn ich hier jetzt keine 10er Streaks raushaue oder sonst irgendwas. Mir macht es einfach Spaß und das ist mir eh das Wichtigste. Mir geht es gar nicht um KD. Das ist mir in jedem Spiel scheißegal, weil mir geht es im Endeffekt nur um den Spielspaß. Ja, wir kommen dann damit auch wieder zum Ende vom Video. Ich habe eigentlich ganz gut aufgeräumt in der Runde. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit Black Ops 4. Habt ihr es auch? Habt ihr es nicht? Wollt ihr es euch noch holen? Zockt ihr gerne Blackout? Könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentare schreiben. Ich finde Black Ops 4 wirklich sehr cool mit den Paketen, die man da enthalten bekommt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns natürlich wieder im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Und ansonsten würde ich sagen, ja, bis bald, euer Monster.